Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Messebesucher, liebe Bäuerinnen und Bauern, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Aktionsbühne Der Weg in der Direktvermarktung. Wie erreiche ich meine Kunden? Mein Name ist Marion Götz und ich darf Sie heute durch diese Gesprächsrunde führen. Der Südtiroler Bauernbund hat sich bis 2030 zum Ziel gesetzt, die Direktvermarkter zu verdoppeln. Es sind bis dato ca. 400 bis 500 Direktvermarkter in Südtirol. Diese gilt es zu verdoppeln und der Bauernbund möchte daher ein gezieltes Programm durchführen, um die Direktvermarkter zu unterstützen, dabei den Weg, ihre Produkte in der Direktvermarktung in die Direktvermarktung zu bringen. Direktvermarktung liegt im Trend, das kann man sagen. Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte möchten ihre Produkte oder die Wertschöpfung am eigenen Hof behalten und so auch wirtschaftliche Vorteile am Hof genießen. Doch vom Anbau über die Verarbeitung, Veredelung der Produkte bis hin zur Vermarktung gibt es einige Schritte, die zu beachten sind. Und gerade am Beginn der Tätigkeit ist es daher oft schwierig, diese Vermarktung so zu gestalten, dass die Produkte am Ende zum gewünschten Kunden ankommen. Wir haben heute hier vier Landwirtinnen und Landwirte, die bereits erfolgreich in der Direktvermarktung unterwegs sind. Und sie werden uns heute darüber berichten, wie sie ihre Produkte in ihrem Vermarktungsweg verkaufen. So hören wir heute von Maria Theresia, die gleich hier steht, vom Taubhof, wie sie, wie der Verkauf im Hofladen abläuft bei ihrem Hof. Wir hören von Robert Turner, der, sagen wir mal, bekannt ist, Land auf, Land ab am Bauernmarkt, auf was es ankommt, die Produkte dort zu verkaufen. Wir erhalten dann auch von Stefan Köhl vom Lernerhof Einblicke darüber, auf was man bei der Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel achten muss und von Josef Innerhofer vom Gatterhof, wie sich die Vermarktung in der Gastronomie abspielt. Ich würde nun meine Teilnehmer bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen. Vielleicht, Robert, kannst du beginnen. Wer bist du, was machst du auf deinem Hof und welches Produktsortiment hast du für dich am Hof festgelegt? Wunderschönen guten Nachmittag, ich bin der Robert Turner von Afings Bruckhof. Wir sind aus dem wunderschönen Saarental. Wir liegen ca. auf 600 Meter Höhe. Wir bauen Bärenobstand, Gemüseraritäten. Wir verkaufen auf zwei Bauernmärkten, einmal Bozen, einmal Saarental, unsere frischen Produkte und unsere veredelten Produkte. Wir haben Fruchtaufstriche, Fruchtsirupe und in den letzten Jahren relativ viel eingelegtes Gemüse, Soßen und Pesti. Robert, kannst du uns vielleicht sagen, wie du dazu gekommen bist, in die Direktvermarktung einzusteigen und wie du auch deine Produkte so gestaltet, wie du sie jetzt gemacht hast? Ganz ehrlich gesagt, wir haben einfach angefangen. Heutzutage müssen wir einfach ein paar Jahre arbeiten, sage ich einmal so. Wir führen ein Luxusleben. Das ist leider Gottes einmal so. Wir wollen alles. Und unsere Überlegung ist gekommen, auf den Hof einfach Produkte anzubieten. Anfangs für die Frau, dass sie eine Arbeit hat. Und später muss ich sagen, dass wir miteinander eigentlich einen Mehrwert am Hof haben und vom Hof erleben können. Das war unser Ansporn. Mhm. Und die Produkte kamen eigentlich jährlich aus neuen Überlegungen aus. Was kann ich noch am Hof anbauen? Was kann ich noch neu veredeln? Wo geht die Nachfrage von den Leuten hin? Was kann ich machen? Da ist jährlich wieder ein bisschen etwas Neues, was kommt. Okay. Stefan? Ich muss vielleicht kurz zur Seite treten, damit wir uns sehen. Genau, vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen, was macht ihr am Hof, welche Produkte bietet ihr an und was ist euer Vermarktungsweg, den ihr für euch gewählt habt? Ja, ich bin der Köhl Stefan, komme von Deutschnafen, von Lernerhof. Wir haben einen Milchviehbetrieb daheim mit 33 Kühen, alles von der Grauviehrasse. Und wir produzieren seit 2007 Käse. Jetzt von den Produkten her machen wir
eher länger gereifte Käse, das heißt von einem Monat Reifezeit bis hin zu einem halben Jahr. Und vermarkten wir es so, wir haben drei Standbeine, einmal haben wir in Hofladen, wo es direkt verkauft wird, einmal an die Lebensmittelgeschäfte und einmal an den Grashandel. Okay, okay, danke. Josef, vielleicht du kurz, wie war bei dir der Einstieg in die Direktvermarktung und was macht ihr auf dem Hof? Ja, Nachmittag, Josef Innerhofer von Gatscha in Kirns. Wir haben einen kleinen Hof daheim und haben uns vor 17 Jahren überlegt, wie man aus dem Hof mehr machen kann. Die Idee war damals Heumilch oder silofreie Milch, wie man damals gesagt hat. Und wir sind bei der Senni Mitglied gewesen. Und die Senni war damals nicht interessiert, separate Milch zu sammeln. Und so haben wir daheim angefangen, das zu verarbeiten. Wir sind in einer recht guten Lage, haben wir uns gedacht. Und sind einmal in Kloan gestartet. Und haben das jetzt 17 Jahre lang durchgezogen mit Rohmilchverarbeitung und Heumilch. Wir sind in Kirns eben mit einer Gemeinde mit 3000 Einwohnern und haben ungefähr gleich viel Gästebetten in Kirns. Wir haben uns in Anfang gedacht, viel mit der Gastronomie zu machen, aber das hat uns getäuscht, sagen wir so. War aber nicht ein Problem. Wir haben nicht so viele Produkte gehabt und wegen Verkauf war das nicht ein Problem. Wir haben ungefähr wie der Stefan auch drei verschiedene Absatzbereiche. Wir haben 50%, was wir in Lebensmittel, in Detailgeschäfte verkaufen für unsere Produkte. Wir haben die restlichen 50% sein Auge geteilt im Hofladen. Wir haben eben einen Hofladen von Anfang an betrieben und ein kleiner Teil geht eben auch direkt in die Gastronomie, was die Hotels hauptsächlich in der Gemeinde sein. Wir haben unser Verkaufsbereich haben wir eingeschränkt. Wir haben unsere Zone von Bruneck bis Brixen. Wir liegen ungefähr in der Mitte von den zwei Städten. Wir fahren nicht weiter und haben uns eben vorgestellt, auch in der Zone die Produkte zu verkaufen, immer ein paar Geschäfte. Und jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch eine Zusammenarbeit mit einem Verteiler aufgenommen, was auch hauptsächlich in der Gastronomie verkauft. Aber da wissen wir nicht genau wo, aber das bleibt im Land. Aber das, was wir im eigenen Dorf verkaufen, wo eben fast 3000 Gäste Betten sein und wenn man jetzt einen Durchschnitt nimmt, übernachten 1000 Leute täglich, da ist für uns die Milch von einer Kuh genug im Jahr. So kann man das ungefähr einteilen. Maria Theresia, vielleicht auch noch du kurz. Was macht ihr auf dem Hof? Welche Produkte bietet ihr an? Und über welchen Vermarktungsweg werden diese zur Kundin und zum Kunden gebracht? Ja, ich bin die Maria Theresia, Agriker und bin aus Montan. Bin seit jetzt knapp 34 Jahren auf dem Chaubhof. Wir sind ein Familienbetrieb und 2012 ist das die Idee von meinem Mann gewesen, dass wir mit Marillenanbau angefangen haben. Und durch den sind wir eigentlich zur Direktvermarktung gekommen. Aber der Marillenleistolose verkaufen, so ausgeben, ist mir einfach zu wenig gewesen. Wir haben uns dann entschlossen, gemeinsam, dass wir einen Hofladen errichten. Und durch dem, dass wir ja einen großen Garten und einen Acker haben, haben wir gesagt, da kann man eigentlich unsere
gesamten Produkte dann einstellen, weil Kochen und Früchte und Gemüse verarbeiten ist eigentlich Leidenschaft von mir. Und ja, und so sind wir langsam gestartet. Unsere Kunden sind zuerst mit, haben wir eben mit Frischobst, mit den Marillen angefangen, die wir unverarbeitet verkauft haben. Und später eben sind wir auch mit den Marmeladen haben wir angefangen. Und inzwischen hat sich das Sortiment auf Fruchtsäfte, Blütensäfte und Chutneys, Eingelegtes und Honig auch ausgeweitet. Mein Mann und die Tochter sind Imker und den Honig verkaufen wir jetzt auch ab Hof. Und es geht eben leid, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wir gehen nicht auf den Markt, wir verkaufen alles ab Hof. Und unsere Kunden sind hauptsächlich Einheimische aus den umliegenden Gemeinden, aus der eigenen Gemeinde und auch die Touristen. Unsere Überlegung, auf den Markt zu gehen, ist deshalb nicht gegeben, weil wir ja ein kleiner Betrieb sind und bin der Farm aus Zug ruhig ausgehen. Was wir, die Tochter und ich, miteinander, die Steffi miteinander verarbeiten, das kommt in den Laden rein und wir möchten auch nicht das jetzt in großen Stil machen, sondern das, was wir mit Eigenleistung weiterbringen. Robert, wie schaut das bei dir aus? Wie gestaltest du dein Produktsortiment? Wie viel nimmst du am Bauernmarkt mit? Und werden deine Kundinnen und Kundenwünsche immer zufriedengestellt mit dem, was sie, mit den Anliegen, wie sie zu dir am Bauernmarkt kommen? Also wir haben unsere Kisten, das heißt, da sind jeweils von jeder Sorte Fruchtaufstriche allem 8 Glasen drin, 8, 8, 8, das geht aber so weiter. Wir nehmen eigentlich allem gleich viel mit, nicht mehr, nicht weniger. Etikettieren tue ich meistens nebenbei auf dem Bauernmarkt mit den Kunden mit. Daheim sind wir es nicht mehr in Stand zu etikettieren, nämlich die Arbeit. Und da wird ein Tagesablauf fängt bei uns auch so an. Die Frau steht meistens um 3 Uhr in der Früh auf, richtet frische Gemüse her. Um 4 Uhr stehe ich auf, trinke den ersten Kaffee und circa 20 vor 5 Uhr starte ich auf dem Bauernmarkt. Circa um 5 Uhr finde ich noch vor Ort und es wird der ganze Stand aufgestellt. Wir haben Holztische, wo ich sogar weiß, wo der Baum gestanden ist. Das gehört dazu. Und dann werden die Produkte aufgestellt und es gibt ein bisschen einen Unterschied. In Saarental drinnen sind wir 50% Einheimische, im Sommer bis im Herbst sind wir 50% Touristen. Und in Bozen haben wir eigentlich die Bewohner im Umkreis vom Bauernmarkt. Sie sind 100% Einheimische von der Gegend. Ob man jetzt in die Kunden allem gerecht wird, man muss in die Kunden jedes Mal bei jedem Markt allem wieder neu erklären, dass man Landwirt ist, Bauer ist, dass man die Produkte mit den Händen selber anbaut. Teilweise mahnen die Kunden, man ist Händler. Da musst du jedes Mal musst du wieder von vorne anfangen. Ich habe den Hof nicht auf dem Markt rund um mich herum und kann es ihm entsorgen. Mit Reden und Begeisterung bringst du die Leute hin. Die Leute können bei uns aber auf den Hof vorbeikommen und können sich die Sache anschauen. Und dann kriege ich meine Kundschaften. Das heißt, du erzählst viele Geschichten am Bauernmarkt. Du erklärst deine Produkte den Kundinnen und Kunden. Stefan, vielleicht zu dir. Wie machst du das im Lebensmitteleinzelhandel? Du sprichst eigentlich nicht direkt deine Kundinnen und Kunden an, sondern musst das über deine Produkte schaffen. Wie machst du das? Also bei mir geht das so, wenn wir jetzt vielleicht, wir haben das so langsam aufgebaut mit den Lebensmittelgeschäften und haben das so eingeführt, dass wir die Betriebe alle eingeladen haben, mit den Verkäuferinnen, sind sie auf den Hof zu kommen. Die meisten sind gekommen, sagen wir so, haben das wahrgenommen und nur ist schon viel, wenn man das kann in die Verkäuferinnen erklären, dass die einmal gesehen haben, wie das Produkt gemacht wird, was dahinter steckt. Und nur können sie es eben vor Ort im Geschäft in immer den Kunden erklären. Und das ist sicher ein großer Vorteil, wenn das so ist. Nicht? Logisch, wenn jetzt eine Verkäuferin ist, was das Produkt kennt und den Hof nicht, was alles dahinter steht, dann ist der Verkauf ein bisschen schwieriger. Nicht? Aber wenn das die
kaufende Person, so haben wir es so mal gesehen, hat, man tut ja auch ganz anders reden, auch schon beim Verkaufsgespräch. Ne? Und ja, vielleicht vom Verkauf her haben wir das auch so aufgebaut gehabt, vor der Pandemie haben wir ca. 70% der Vorbestellung produziert, was die Leute vorbestellt haben. Darauf habe ich Aufnahmestopp gehabt, ein bisschen Spiel braucht es. Logisch, mit der Pandemie ist das alles von einem Tag auf den anderen flach gefallen. Wir haben jetzt noch ein bisschen umgetun und wir neue Kunden gesucht, weil die Kühe geben Albenmilch und der Käse reift auch nachher. Deswegen haben wir schauen, ein bisschen wie das an den Mann zu bringen. Und momentan, jetzt weil wieder alles ein bisschen gelaufen ist, haben wir es so weit, dass wir mehr Kunden haben wie vorher, aber die Produktmenge ist gleich geblieben. Und nur haben wir halt mittlerweile sind wir mit dem Produkt in wie ein Engpass drin. Und jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht. Josef, vielleicht gehen wir ein bisschen mehr in den Vermarktungsweg der Gastronomie ein. Du verkaufst deine Produkte, deinen Käse dort zum Teil, hast du gesagt. Wie baust du diese Geschäftspartnerschaft auf? Also welche Rückmeldung bekommst du auch von der Hotellerie zu deinen Produkten? Ja, wir sind eben wir sind 2014, haben wir mal so eine Initiative ergriffen, wo wir mir gedacht haben, es müsste Zusammenarbeit, eine engere aufgebaut werden zwischen die Hotels, die Gäste und INS. Haben da auch ein Projekt einmal von der Regio mitgemacht. Da habe ich geschoben. Und haben auch ein paar Betriebe überzeugt. Und da, wo man sieht, dass die Hotels, die Inhaber überzeugt sind, das siehst du schon auf den Blick, was der hat. Oder ob er halt das einmal macht, so, und nachher ist er gleich einmal fertig. Eben einige sind da übrig geblieben von der Initiative und das sind treue Kunden noch, aber da haben wir wirklich auf der Hand Platz. Und, aber natürlich ist man um jeden Kunde froh. Und wo wir aber das ganze Segen von denen ist, dass dafür die Gäste auch noch einen Zins kommen, auf den Hof etwas zu kaufen. So, man muss das ganze Segen und nicht gleich was direkt das Hotel oder das Restaurant am Hof, zum was man denen gibt. Das ist eigentlich der ganze Sinn auf der Sache, dass man da eine Zusammenarbeit einfach schaut und da kann man nicht allemlei genau auf den letzten Euro alles rechnen, da muss man einen Winner-Service bieten, man kriegt auch wieder etwas zurück und im Großen und Ganzen passt es ja gut. Das heißt, du versuchst eigentlich durch die Präsenz in der Hotellerie dann auch deine Kunden auf den Hof zu bringen. Maria Therese, ist das bei euch auch so, dass ihr die Touristen auch vielleicht über die Hotellerie zu euch bringt, dass ihr einen guten Namen habt? Oder ist der Anteil der einheimischen Kunden, wie du gesagt hast, so groß, dass das eigentlich dann nur mehr ein kleiner Teil nebenher ist? Ja, bei uns ist es so, dass wir gut mit der Zimmervermietung und auch mit dem Tourismusverein gut zusammenarbeiten und das ist für uns ein guter Partner. Mit der Frischwohr beliefern wir auch einige Hotels, Kleinigkeit von Gemüse, aber hauptsächlich noch unsere Marillen und Sirupe. Dann eben als Ausliefern von die Produkte, das übernehmen der Mann und die unsere Buben, der Lorenz und der Moritz, die bei der Ernte mit dabei sein. Und es ist auch ganz wichtig, eben, dass man die Leute eben das allen wieder erklärt, wie viel Arbeit da dahinter ist oder auch, wo das Produkt herkommt und wie das Produkt produziert wird. Und eigentlich Mundwerbung ist bei uns die beste Werbung. Das hat sich ganz schnell umgedreht, dass bei uns einen Hofladen gibt und im Sommer Gemüse. Das ist eigentlich
selbst werden wir ein Gemüsekistle nun, den wir in die Leute ausliefern. Und selbst ist auch ganz gut umgekommen. Robert, du hast gesagt, oder ihr alle eigentlich habt gesagt, Geschichten erzählen ist wichtig, den Kunden das Produkt vermitteln ist wichtig. Du hast auch gesagt, Robert, dass vom Bauernsein eigentlich über Kochsein, kann man sagen, zu den Produkten veredeln, bis hin zum Markt dann ein guter Verkäufer sein, ist rundum alles dabei. Worin siehst du die Vorteile als Direktvermarkter in diesen gesamten Tätigkeiten? Also ja, mein Vorteil ist sogar als Landwirt von Saatgut bis zum Pflanzl, bis zum letzten Produkt, was im Glas ist, sehe ich alles bei mir, das habe ich in die Hand. Das ist einmal der Vorteil. Die Geschichte, es ist nicht eine Geschichte, es ist die Wahrheit, was ich den Leuten erzählst. Du kannst den Leuten erzählen, wie du die Pflanzen behandelst, ob du jetzt Spritzmittel nimmst, unbehandelt machst. Wir haben alles unbehandelt, die Leute können reinschauen und der Vorteil von der ganzen Geschichte ist, ich lebe die Geschichte. Das ist der Vorteil. Wir leben am Hof, ich sage allem, es ist nicht eine Arbeit, es ist 365 Tage im Jahr Urlaub. Mit Arbeit mit, es gefällt uns und das ist die Hauptsache. Wir können davon leben und das ist das Wichtigste. Schöne Worte von einem Direktvermarkter. Ich denke, das könnt ihr alle vertreten. Vielleicht zu dir, Stefan, nochmal. Wir haben gehört, am Bauernmarkt, am Hofladen selbst, ist es wichtig, zu kommunizieren, die Produkte darüber zu sprechen. Und es braucht aber auch viel Zeit. Also vom Anbau eben über die Verarbeitung bis zum Hofladen oder zum Markt ist es intensiv, diese Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Bei dir im Lebensmitteleinzelhandel, findest du, du sparst dir dabei ein paar Schritte oder ein bisschen Arbeitszeit oder bleibt das beim, kannst du dich dort auch einordnen, wie bei Maria Theresia und bei Robert? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wir sind, wie gesagt, auf die drei Standbeine aufgestellt. Wir produzieren ungefähr 18 Tonnen Käse, was wir vermarkten. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Käse über den Bauernmarkt vermarkten müssten, dann müsste man eine Arbeitskraft mehr dazu holen, was leider die ganze Woche macht. Nicht? Jetzt haben wir so mit den Lebensmittelgeschäften. Man spart sich eigentlich schon Zeit. Und Zeit in dem Sinn, wenn man jetzt den Hofladen als Parallele hernimmt, dann kommt der Kunde her, bei uns sind es halt hauptsächlich Gäste, der sucht das Gespräch, der will ein paar Infos haben, wie es gemacht wird und ein bisschen einfach einen netten Ratscher machen. Auch, nicht? Und das gehört auch dazu, ist gut. Und selber auch Zeit. Nicht? Und jetzt bei den Lebensmittelgeschäften ist es so, nicht? Ausliefern tun wir es meistens selber. Es ist zwar die Arbeit, das Herrichten und das Ausliefern, aber in der Zeit, was ich zusammen, von dem Zeitaufwand, sagen wir es so, bringe ich relativ eine große Menge weg, was man jetzt auf dem Bauernmarkt wahrscheinlich jetzt beim Käse eher nicht wegbringt. Und so ab einer gewissen Menge, wenn man selber produziert, dann muss man sich halt auch die Frage stellen, was kann ich zeitlich machen, weil man muss ja produzieren, vermarkten und sonst ist auch noch ein Haufen Arbeit rundherum, was zu erledigen ist. Und ich sage so, gewisse Sachen muss man selber tun, aber man kann nicht alles selber tun. Und deswegen haben wir uns so entschieden, dass wir eben gewisse Sachen, so wie zum Beispiel jetzt im Verkauf, einen Teil auslagern auf dem Einzelhandel und auch auf dem Großhandel, sagen wir so. Und das ist jetzt von uns eine gute Lösung. Logisch, das ist allem noch, wie der Betrieb aufgestellt ist. Und das geht, ist nicht für jeden Betrieb gleich gut oder gleich letzten, sagen wir so. Josef, welche Schwierigkeiten hast du in der Direktvermarktung, vielleicht auch in Bezug auf Arbeitszeit? Gibt es da etwas Spezielles, wo du dir auch vielleicht eine Erleichterung wünschen würdest oder Unterstützung brauchen würdest? Ja, durch den, dass wir viele Gäste haben und im Hofladen
sein kommen viele Urlaubsgäste auch einzukaufen. Aber was bei uns ziemlich ein großer Teil ist, ist, dass der Tourismusverein, der braucht auch Angebote und die suchen natürlich auch so einen Betrieb, wo sie können etwas ins Wochenprogramm einbauen. Und wir machen fast das ganze Jahr Führungen für die Gäste, für den Tourismusverein. Und das ist sehr arbeitsintensiv. Führungen mit Verkostung und bis je nach Gruppe oft, wenn da Interessierte dabei sein, bis da jeder seine Fragen gestellt hat. Und das ist sehr anstrengend, muss man sagen. Wir lassen uns das schon zahlen nachher zum Teil, aber jetzt so genau kann man da nicht rechnen, wie wenn man ein Kilo Produkt verkauft und das kostet so. Aber das wird verlangt und da, das muss man von mir aus, wie bei uns die Situation ist, muss man das einfach bieten. Maria Theresia, darf ich dich noch vielleicht fragen, warum ihr euch am Hof gegen den Baumarkt zum Beispiel entschieden habt und welche Vorteile du erlebst, deine Produkte direkt im Hofladen anzubieten? Ja, wir haben uns deshalb entschieden, nicht auf den Markt zu gehen. Erstens, weil wir das als Familie nicht unterdecken taten, auf den Markt zu gehen. Und wir auch nicht das ganze Jahr die große Produktpalette haben. Wie schon vorhin gesagt, an Binz darf es zugeben, ausgehen einmal, weil wir kaufen gar nichts zu eben und die Kunden verstehen das auch, Binz im Hofladen. Und unsere Überlegung ist eben, wenn man auf den Markt geht und noch zum Schluss einmal drei Sachen umbieten kann, dann ist das ein bisschen magere Geschichte. Und das ist auch sehr zeitaufwendig und nein, unsere Überlegung ist, das am Hofladen zu wickeln. Und wir sind auch mit dem System ganz gut zufrieden, das wir haben, weil wir haben dreimal die Woche in Hofladen offen, Dienstag und Donnerstag Nachmittag und den Samstag Vormittag. Und das hat sich jetzt umgesprochen und die Öffnungszeiten passen für unsere Kunden und wir sind so zufrieden. Wenn du jetzt vielleicht an deine Hofnachfolger oder Nachfolgerinnen denkst, welchen Tipp würdest du ihnen mit auf den Weg nehmen, geben als Direktvermarkterin? Also ein Top-Produkt muss es sein, das, was verarbeitet wird, dass da erste Qualität ist, dass man das einfach gut umbringt, in die Leute erklärt. Die Landwirtschaft als Gesamtes, aber auch was das Produkt für uns bedeutet und auch für den Kunden. Dass wir gewillt sein, in die Kunden ein gutes Produkt zu verkaufen und dass das ins Einkommen am Hof auch ein zusätzliches Einkommen am Hof ist. Danke. Und das steckt auch, und unsere Leidenschaft auch vermitteln. Dass einfach das nicht leicht ist, weil man das dienen muss, sondern dass man das mit Freude und Leidenschaft macht und dass man eben im Mensch das mit dem Produkt mint verkauft. Josef, vielleicht du auch zum Abschluss nochmal. Was würdest du einen Neueinsteiger in der Direktvermarktung für Tipps mit auf den Weg geben? Ja, einmal bei der Leidenschaft. Da muss ich umschließen, glaube ich, können wir uns alle einig sein. Der muss da sein, sonst geht nichts. Wenn man das nicht ausstrahlen kann, noch geht auch nichts. Man muss sehr vielseitig sein. Man muss sich gut organisieren können. Und die Arbeit darf man nicht, auch die Bürokratie. Natürlich, das darf man sich nicht scheuen von dem. Und ja, man muss sich gut überlegen. Jeder hat andere Voraussetzungen. Jeder ist in einer anderen Umgebung. Jeder muss seinen richtigen Weg suchen. Und wenn jemand überzeugt ist für etwas, dann kriegt er das auch durch. Stefan, was wünschst du dir vielleicht
auch direkt von der Konsumentin und von Konsumenten als Direktvermarkter für die Zukunft? Ja, sagen wir es so, der Trend ist ja eigentlich schon da, was wir uns wünschen. Jetzt vielleicht hat die Pandemie auch ein bisschen beigetragen, dass die Konsumenten mehr Wert legen, woher das Zeug kommt, dass es auch kurze Wege hat und dass die Leute auch froh sind, dass wir, wenn wir jetzt von Einzelhandel und so reden, dass kleine Lebensmittelgeschäfte oder kleine Produzenten wie wir sein vor Ort sein und dass die auch am Leben bleiben, dass wir nicht das Gleiche haben wie Nachbarland in Österreich oder Deutschland, wo vielfach leider die Großen sein, nicht? Gehen eigentlich Arbeitsplätze verloren und alles. Und sicher, der Konsument muss halt, ist im Wertzahler, weil mehr bewusst, sagen wir es so, dass er auch alles hinterfragt, wo kommt das Zeug her, wie wird es gemacht, nicht? Vor allem, was ein großes Thema ist, momentan auch Umwelt, wie man mit dem Sam umgeht und so mit. Und auf die Sachen können wir auch jetzt als kleine Produzenten setzen. Nicht? Wir sind klein, flexibel, können ins Geschwinker umpassen auf neue Anforderungen. Und das, glaube ich, ist auch der Vorteil für uns kleine und Rundführungszeichen, wo wir einfach unsere Stärken haben im Verhältnis zu den Größeren. Robert, vielleicht die letzte Frage nun an dich. Wie möchtest du dich in Zukunft mit deinen Produkten weiterentwickeln, um auch für die Zukunft als Direktvermarkter stark zu sein und so erfolgreich, weiterhin so erfolgreich zu sein? Also sicher nicht einmal gleich weitermachen bis jetzt. Nicht? Man schaut eigentlich momentan in die Zukunft. Man muss schauen, wie sich die Zeiten entwickeln, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, ich rede jetzt in alle Bauern, wir Bauern sind Lebensmittelproduzenten und ich glaube, wir können eine ganz gute Zukunft in die schauen, weil die Leute brauchen etwas zu essen und die Leute suchen gute Lebensmittel. Ein schönes Schlusswort, danke an euch alle. Danke auch euch Messebesucher fürs Zuhören. Wir haben einen Einblick in die Vermarktungswege für die Direktvermarktung behalten, glaube ich. Ich denke, wir können alle etwas mitnehmen. Und wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, dann stehen, denke ich, unsere Direktvermarkter und Vermarkterinnen noch weiterhin für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch allen noch einen schönen Messebesuch.